Hallo ihr Lieben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wir haben gestern Abend noch darüber gesprochen, dass der DAX vermutlich fallen könnte. Also, wir haben eine Short-Gelegenheit in Aussicht gestellt und tatsächlich wurden wir heute Morgen dann ausgestoppt, beziehungsweise haben das Spielfeld verlassen, weil der Kurs nicht in unsere Richtung gelaufen ist. Und wir haben das dann mit euch ganz transparent geteilt und gesagt, okay, kommt, liebe Leute, kleine Verluste gehören beim Trading einfach mit dazu. Das ist einfach so. Und dementsprechend haben wir hier die Position glatt gestellt und haben 598 Euro Verlust realisiert. Das stellen wir jetzt mal gegenüber den Gewinnen, die wir machen. Und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben am Anfang der Woche mit euch über Gold gesprochen, ne? Dass es hier eine Möglichkeit gibt, in Richtung Long zu handeln, und zwar auf Basis unserer fünf magischen Grundgesetze. Hatten wir dieses Setup auf dem Schirm. Und daraufhin ist Gold sowas von eskaliert. Und wir haben einen epischen Trade mit euch geteilt. Das Feedback war sowas von heftig. Unglaublich viele Zuschriften bekommen und ihr wart dabei, wie Gold dann nach oben ausgebrochen ist. So, und jetzt kommt eigentlich die eigentliche Tragödie. Also wer von euch immer noch Gold auf dem Schirm hatte, der hat alles richtig gemacht. Denn wir hatten es schon alles vorbereitet. Wir wollten vorhin, also eben gerade eigentlich im Grunde genommen, diesen Screenshot mit euch teilen. Der wird euch auch bekannt vorkommen. So, hier unten haben wir eine starke Trendkanalbegrenzung im H1. Die haben wir angelaufen. Gleichzeitig sehen wir hier aber eine Rectangle-Formation. Ja, das ist diese Seitwärtsphase nach einem impulsiven Aufwärtsschub. Und wir wollten halt zum Ausdruck bringen, wir versuchen Gold nochmal, weil wir hier deutlich Stärke sehen. Wir wollen also nicht mehr unter die letzten Tiefpunkte gehen. Und wenn wir hier den Hochpunkt raushebeln, dann könnte Gold nochmal nach oben knallen. Und tatsächlich ist genau das nochmal wieder passiert. Schaut es euch an, liebe Leute. Das hier ist diese Woche, ja, wo wir den wunderbaren Breakout gesehen haben. Und jetzt haben wir noch einen draufgesetzt. Guckt euch den Schub nach oben an. Unfassbar. Rectangle nach oben hin verlassen. Zack, das Ding knallt nach oben. Und wir sind wieder bei unglaublichen 42.000 Dollar. Nächster Trade in Gold. Komplett verhaftet. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Und hier seht ihr es dann auch nochmal, dieses Vorher-Nachher-Bild in Perfektion. Also das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Und das ist reine technische Analyse gepaart mit den fünf magischen Grundgesetzen. Dadurch haben wir letztendlich den Vorteil gehabt, dass wir ja letztendlich einen Boden richtig schön erkennen konnten. Man sieht es auch hier im Tageschart einfach nochmal hier unten diese dreifache Bestätigung, da will der Kurs nicht mehr weiter nach unten. Und dann, als wir hier ja diese starke Trendkanalbegrenzung nach oben verlassen haben, da haben wir wirklich dann nochmal gezündet. Also pff, unfassbar. Und da jetzt wieder das gleiche Spiel. Ich nehme den Gewinn natürlich sofort wieder mit, weil das sind so brachiale Schübe, die Gold hier teilweise aufs Parkett zaubert. Das ist ja unfassbar. Da will ich jetzt gar nicht darauf warten, dass ein Pullback kommt oder so. Also, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr auch immer noch Gold auf dem Schirm habt. Ne? Die Reise war anscheinend noch nicht vorbei. So viel steht fest. Alter, heftig, ey. So Leute, wir brechen hier wirklich diese Woche sämtliche Rekorde. Also während ich jetzt hier gerade das Video in der Produktion habe und das eigentlich jetzt gleich veröffentlichen wollte, ne, komme ich jetzt nicht drum rum, einfach nochmal kurz ein Video für euch zu machen und das hinten ranzuhängen quasi direkt. Oh, schaut es euch an. Es ist einfach nicht mehr zu fassen. Es ist einfach nicht mehr zu fassen. Ein Trade, 64.000 Dollar. Und wisst ihr was, liebe Leute, den nehme ich jetzt sofort mit. Jetzt ist wirklich, jetzt ist Feierabend. Ich habe immer wieder raufgeluschert, während ich das Video geschnitten habe. Aber jetzt nehme ich den Wahnsinnsgewinn hier mit. Es ist unglaublich. Und ganz ehrlich, wir sind fast bei der Million. Wir schaffen es. Wir schaffen die Million. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch glaubt. Ich glaube, wir kommen dieses Jahr tatsächlich noch auf die Million. Das war mein tatsächlich Jahresziel. Das wollte ich immer erreicht haben. Und das wäre so unfassbar dramatisch, wenn mir das wirklich dieses Jahr noch gelingt.
Ich kann wirklich gar nicht mehr. Ich bin sowas von fertig. Es ist so dermaßen anstrengend, vor allem das dann auch noch mit euch zu teilen, ne? Ah, die Pause, die habe ich echt gebraucht. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder völlig fertig. Ich brauche die nächste. Ach Leute, gebt dem Video einen Daumen, bitte. Das habe ich mir, glaube ich, wirklich verdient. Ich hoffe, von euch hat jemand auch noch Gold mitgenommen. Und ich bin echt nicht der Einzige. Thank you.